Seit 2013 war Klaus Rietschel Mitglied der AfD. Vor zwei Tagen hat der Abgeordnete die Thüringer Fraktion und die Partei verlassen. Denn die AfD steht ihm inzwischen zu weit rechts. Nach fast 6 Jahren immer noch keine Linie drin in der Partei, in der Führung. Der rechte, extrem rechte Flügel nimmt an Umfang zu. Bundesweit kündigen Mitglieder derzeit Austritte an. Oft genannter Grund die rechtsnationale AfD-Gruppe der Flügel um Björn Höcke, die der Verfassungsschutz nun im Blick hat. Flügelvertreter wenden sich auch gegen das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip. Demokratische Entscheidungen werden nur akzeptiert, wenn sie zur Umsetzung der durch den Flügel vertretenen ideologischen Vorgaben führen. Diese Vorgaben sollen mittels der AfD implementiert werden. Wie, das zeigen die Reden prominenter Flügelvertreter. Wir gründen so eine Never-Come-Back-Airline. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Der Einfluss des Flügels reicht weit in die Partei hinein. Die AfD-Chefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen nehmen regelmäßig an den Treffen teil. Dabei auch Pegida-Vertreter Siegfried Debritz und Lutz Bachmann oder Mitglieder der sogenannten Identitären Bewegung, einer rechtsextremen Gruppe, die der Verfassungsschutz beobachtet. Während gemäßigte Teile der AfD mehr Abstand zum Flügel fordern, geht Sachsen-Anhalts Ex-AfD-Chef André Poggenburg einen anderen Weg. Nach Kritik an seinen Äußerungen verließ er die AfD, gründete eine neue Partei. Ob da jetzt irgendein Begriff, eine Begrifflichkeit gemaßregelt wird in der AfD, interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir haben unsere eigene Linie und die AfD kann ja jetzt versuchen, die bürgerlich-konservativen einzufangen. Man selbst sehe sich rechts von der AfD, so wolle man in den kommenden ostdeutschen Landtagswahlen punkten.